Juhu, Ubisoft, ich freue mich. Wieder eine angerissene Partie. Das ist... Werden da sich übergeben? Das ist am heutigen Abend besonders schlimm. Ich hätte, glaube ich, bisher bloß eine... Hatte ich bisher eine bestehende, neue... Eine bestehende, falsch. Eine neue, noch nicht angerissene Partie. Und der Rest angerissen. Der ist auf der Treppe, oder? Aber erst einmal, hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Ehe das vergessen wird. Rot markiert. Ist hier nicht so weit nach unten. Nein, das ist eine Vase oder sowas. Oder einfach Dreck an der Wand. Aufgedreckt. Warum hat der eigentlich Rekrut? Aha. Wieder so ein Spezialist. Ich will natürlich niemanden vorschreiben, wen er zu nehmen hat. Hat sich jetzt selbst geblendet, oder? Aber sowas, naja. Oh, ich wollte gerade gucken, ob man bei Twitch markieren kann. Der Twitch-Droner ist nicht Twitch. Schaffen die das nicht, in den Raum zu kommen? Die F2 ist spitze, auch wenn sie schlechter geworden ist. Das ist das Hologramm. Ich glaube, das ist im Anhänger. Da im Anhänger rechts. Nee, das nicht im Anhänger. Da, ja. Ach, er konnte mich ja eh nicht hören. Kann ich mal so blöd platziert, die Hologramme. Der Gegner muss da zwingend durchschießen. Na gut. Man sieht selbst nicht, ob da gerade jemand ist. Es wird die Sicht verdeckt, aber... Man kann sich eine Wand davon aufbauen. Und sich dahinter verstecken. Oder man kann sich auch direkt reinstellen. Habe ich ja auch schon mal angesprochen. Bombe steht 1-1. Besser kann es ja kaum passieren. Haben wir schon? Also haben wir auch Kontaktgranaten? Ich finde es erstaunlich, dass bei der P90 noch gar nichts geändert wurde. Zumindest habe ich da noch keine Änderung mitbekommen. Ich finde die P90 Spitzenklasse, liegt vielleicht etwas daran, dass ich die P90 allgemeinen Spielen sehr toll finde. Den Bereich sichern, die Bomben weiter schützen. Bomben schützen, hier muss aufgemacht werden. Da muss aufgemacht werden. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt, verteidigt. Wand wurde verstärkt. Jetzt ärgert es mich, dass ich keine Kontaktgranaten habe. Ich würde gerne hier aufmachen und da zumachen. Dann könnten wir nämlich so oft den Eingang gucken. Nein, falsch. Das war nicht gut da oben. So groß ist noch keiner. Hör auf. Das nenne ich, glaube ich, Munitionverschwendung. Uiuiui, das geht aber schnell. Der macht Rabatz. Der hat sogar die Drohne Schiss. Der macht hier die ganze... Wie viel hat er denn? Der schießt doch schon seinen 50. Schuss. Der macht weiter. Wie viel hat er denn der in seiner Schrotflinte? Der hat hier komplett aufgemacht. Das ist scheiße, weil komplett auf ist Kacke. Ah! Stimmt, da war noch Rest da. Das ist so ein Quatsch. Dass man da noch was aufstellen kann. Aber das ist spitze. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass das geht. Stimmt ja. Ich muss Stacheldraht hier hinlegen. Wie viel Schuss hat er in seiner Schrotflinte? Hammerhart. Mist da hinten. Ich habe noch keine Matte genommen. Ich bin der Einzige. Wenn ich jetzt hingehe, überlebe ich das nicht. Nee, das wird mir nichts zu gefährlich. Ich wechsle das Magazin. Nicht! Oh, jetzt rennt hier die Grabspur rum. Deswegen habe ich jetzt so gezögert, weil sie halt da war. Die Schrotflinte ist echt übel gewesen. Der hat hier alles aufgemacht. Der hat auch mindestens 30 Schüsse gegeben. Hat der jetzt gar nichts mehr, oder? Mist, 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 zum Glück. Bleib liegen, nicht auf, nein. Oh Mann, ey. Das finde ich sowas von bescheuert, dass man da nicht liegen bleibt. EMP, Mann. Ich bin gewillt. Nein. Am Eingang da. Bin gewillt, hier lang zu gehen, um zu gucken. Hätte ich eher machen sollen. Mist. Hat
schon geguckt. Letzter verbleibende Operator des eigenen Trupps. Was? Ach, das ist IQ? Ja, ohne das Bild hätte ich jetzt gar nicht so schnell erkannt. Wobei, eine deutsche Flagge auf der Jacke. Und wie viele gibt's da, Mädels? Weil Mädel habe ich erkannt. Hat IQ nicht... Eigener Trupp eliminiert. Mission das Elite-Outfit mit offenen Haaren ohne Kopfbedeckung? Oder war das einfach nur kein Elite-Outfit, war das... Elite-Outfit, weil das sah schon ziemlich anders aus. Hm. Toll, als 1-0... Als es 1-0 stand, sind wir hier reingekommen, jetzt steht es 1-2. Hm, Bombe. Pinke Welt EMP Mann zu nehmen, die sich hier mit Minen verhauen. Finker wurde wieder fallen gelassen. Man könnte auch Fuse nehmen, der kann ja auch die ganzen Gerätschaften wegballern. Ich nehme EMP, man hat ein dickes Visier, das ist Spitzenklasse. Ich bin, glaube ich, mal gewillt, bei nächster Gelegenheit mal Maestro zu nehmen und die Schrotflinte auszupacken. Ich will mal gucken, wie viel Schuss das Ding hat. Könnte ich zwar auch beim benutzerdefinierten Spiel mal schauen oder bei Terroristenjagd, aber es interessiert mich jetzt gerade mal. Es interessiert mich gerade mal brennt. Mist. Wie heißt denn das Ding auf Englisch? Ich könnte es auch auf Deutsch gar nicht genau beschreiben. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Lockzimmer fällt mir gerade ein, aber darauf bin ich jetzt auch nicht so schnell gekommen. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Upsa, ich schreibe gerade. Ich wollte eigentlich gerade markieren. So. Noch 5 Sekunden. Das ist, glaube ich, das Esszimmer, ne, mit dem Tisch. Heißt das offiziell Esszimmer? Erneut gesichert. Gelangt zu der Bombe und entschärft sie. Daneben. Bin nach hinten gegangen, um einen ganz anderen Winkel auf deren Köpfe zu haben, dass die, wenn die direkt vor mir auf die Kamera zusteuern, nicht direkt getroffen werden. Wir haben Sprengladung, da will ich nicht zwingend hin, weil da könnte jemand stehen, genauso wie hier. Ist immer noch etwas befremdlich, dass das Ding rosa geworden ist. Auch wenn das schon Ewigkeiten her ist. Könnte ein Eiscreme-Auto sein. Rosa und Weihnachten passt irgendwie nicht zusammen, oder? Zumindest nicht typisch. Die Temperaturen wären mir jetzt gerade lieb. Kack warm im Sommer 2018 und hier schneit's. Hey, hockt jemand, bringt mich jetzt um mit C4. Der Entschärfer ist. Feind identifiziert ist nicht hier oben, ist eins weiter unten. Entschärfer wurde zurückgeholt. Entschärfer muss zurückgeholt werden. Hier mit auf der Treppe. Ne, könnten wir lang, aber jetzt gucke ich nochmal kurz oben hier beim Zigarettenräumchen. Gut, bei den großen Brüdern, Zigarren. Kommt aber aufs Gleiche hinaus, also stinkes Zeug. Oh, das war Capcan. Zum Glück habe ich gerade noch realisiert, dass das Capcan war, den ich da noch gesehen habe. Ansonsten hätte ich jetzt nicht. Der ist tot, okay. Ansonsten hätte ich jetzt nicht auf den Türraum da geschaut. Aber ich bin zufrieden, wie aufmerksam ich heute bin. Schon so oft auf Capcan geachtet, wenn ich an die letzte Aufnahmesession denke, wo ich so oft einfach verrissen habe. Frau Frostmatten, da vielleicht eine Capcan-Mine. Ja, das ist heute ein ganz anderes Spielgefühl. Weil ich aufmerksamer bin. So, was nehmen wir denn jetzt? Ich würde gern Maestro nehmen. Wir greifen aber schon wieder an. Das macht jetzt weniger Schaden. Das ist jetzt nicht entscheidend für nehme ich oder nehme ich nicht. Wir haben nichts zum Wände aufsprengen. Wenn, dann werde ich ein dickes Loch. Und zwar sofort. Wobei sofort, es gibt ja auch eine Verzögerung. Bis anbringen und bis das Bums macht, gehen ja auch ein paar Sekunden vorbei. Und bei Ibana ist es halt... Ja, aber noch ein Stück länger. Man bringt, man muss die einzelnen Kairos anbringen.
Und dann auch noch warten, bis die Fahrt aufgenommen haben, bis sie Bums machen. Aber wenn wir gerade dabei sind... Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Yokai wurde ja geändert. Heißt nicht mehr Yokai, sondern Schwebedrohne. Da könnte man ja auch die Kairos einfach... Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Bumse-Knöpfe nennen oder wie auch immer. Sie wirken irgendwie wie Knöpfe, oder? Deswegen kam ich, glaube ich, drauf. Na, sie kommt hier hoch. Nein, 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 nein. Nein! Ah, Kamerafrau. 10 Sekunden bis zum Einsatz. Hallo, Frau Frost. Was wird das denn? Ach, die will in die Kamera anbringen. 5 Sekunden bis Einsatz. Ich hab sie durchschaut. Entschärfer wurde erneut gesichert. Gelangt zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Etwas verrissen? Okay, ich bin gerade etwas hektisch drauf, etwas aufgebracht. Ich sollte wieder etwas runterkommen. Habt ihr die jetzt schon kaputt gemacht? Ja. Nochmal draufhauen kann ich schaden. Vielleicht ist ja dahinter noch eine Kamera von Kamerafrau. IQ da was zerstört. Ah, ich kann jetzt nicht oben aufmachen. Da würde ich jetzt ganz gerne wieder rein. Wurde hier aufgemacht? Nee, oder? Nee. Aufmachen. Ich könnte auch eine Thermitladung draufknallen, aber das wäre Verschwendung. Ach, du kannst... Ah doch, die kann das machen. Ich wollte gerade sagen, sie kann ja keine Splittergranaten mehr draufhauen, aber sie hat ja auch Sprengladung. Die hängen da am Fenster, ist auch nicht so cool. Wo gehen wir denn jetzt rein? Das verlieren wir. Ich mache jetzt hier auf. Ich muss irgendwo rein. Vielleicht stirbt da jetzt jemand. Oder drunter steht. Ich muss hier irgendwo rein. So gebannt sein, falls gleich jemand hier hochkommt und hochguckt. Da ist offen? Nee. Wir haben den Entschärfer. Haben die Kapkan, also Frau Frost haben sie, aber Kapkan wissen wir nicht so genau. Da kam wieder jemand hoch. Ich muss mal gucken, ob hier oben noch jemand ist. Ich hoffe, mein Kollege stirbt jetzt nicht. Ich kann nicht hier reinhüpfen, ohne zu gucken. Ich platziere hier mal, falls jemand von meinen Kollegen markieren möchte. Vielleicht sollten wir zusammengehen. Wobei vielleicht auch gerade nicht, weil hier was bringt uns, wenn wir hier zusammen sind. Das ist mehr als eine Minute. Ich hoffe, die wartet nicht unten auf der Treppe. Nur noch einer vom Eingang. Kamerafrau. Ich glaube, hier im Raum vor uns ist jemand. Da ist jemand. Und ich habe es nicht umgebracht. Mist. Wie die Zähne gefletscht hat. Ach, da war sogar Alibi. Habe ich ja gar nicht. Also das Hologramm habe ich gar nicht wahrgenommen. Konnte man das überhaupt schon sehen? Wir sind reingekommen, es stand 1-0, dann ging es bis auf 1-2 hoch, dann 2-2 und dann verloren. Heißt aber nichts. Nun gut, kann man das auch wegmachen? Gut. Ach, Yokai. Du wirst immer Yokai bleiben, auch wenn wir gerade nicht Yokai gespielt haben. Egal. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Und ciao, tschüss.